Einsatzmöglichkeiten der EDV im Projektmanagement ist hier gemeint. Nun, vielfältige Einsatzmöglichkeiten können wir heute sagen. Das ist jetzt nicht nur eine, sondern Einsatzmöglichkeiten, Plural. Fangen wir mal an mit Tabellenkalkulation. Ja, haben wir gerade schon gesehen, Kostenplanung. Wir brauchen eine Planung in zwei Dimensionen, Zeilen und Spalten. Das macht man heute mit einem Tabellenkalkulationsprogramm digital. Ja, und natürlich in der Wolke. Ja, in der Wolke. Diese Tabelle ist nicht auf der Festplatte eines Teammitglieds und wird per E-Mail hin und her geballert. Version 15. Ja? Was war jetzt die aktuelle Version? Ja, sondern ist zentral hinterlegt. Ja, im Intranet, in der Wolke, wie auch immer. Ja? Alle haben Zugang, aber es gibt eine zentrale Datensammelstelle. Zum Beispiel diese Tabelle. So, und wenn einer was ändert, dann ist das an dieser einen Stelle geändert. Alle bekommen die Informationen, aber es gibt nicht 37 Versionen, die auf 15 verschiedenen Festplatten sich rumbewegen und per E-Mail hin und her geschickt werden. Ja, und dann die Anrufe, kannst du mir mal sagen, wo wir sind, ich habe den Überblick verloren. Ja, wenn Sie nicht sofort unmittelbar die alte Version löschen, was Sie nicht immer tun, weil Sie gerade mit Ihrer Aufmerksamkeit woanders sind, verlieren Sie ganz schnell den Überblick. So, also das nur als Ergänzung zur Tabellenkalkulation. Was noch? Netzplantechnik zum Beispiel, da gibt es Software, also Zeitplanung, ne? Zeitplanung mit entsprechenden Softwareinstrumenten. Dann der große Begriff Kommunikation. Ja? E-Mail, Skype, ja, und so weiter und so weiter. Ja, was immer Sie haben, wie immer das Projekt aufgezogen ist. Nicht immer kann man so ein Laptop durch die Gegend schleppen, aber so ein Smartphone. Das geht eben dann doch leichter, dann kann das von mir aus auch SMS sein oder Skype. Ja, ich bin persönlich ein Riesenfan von Skype, aber das ist meine Meinung, die Sie nicht teilen müssen. Wichtig ist nur, dass Sie einen Kommunikationskanal schaffen, auch hier wieder, und Pflege. Denken Sie auch an das Berichtswesen, was wir gerade besprochen haben. Ja, also Kommunikation, dann Präsentation. Ja, Präsentation. Hier denken wir an Grafikprogramme, mit deren Hilfe wir Zwischen- und Endergebnisse präsentieren. Ja, Grafikprogramme. Zum Beispiel dieses schreckliche PowerPoint. Ja, zum Beispiel das. Auch das ist meine private Meinung, die Sie mitteilen müssen. Ja.